Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, ich finde das ganz verkehrt. Was? Dass das Kind hier bleibt. Du willst wohl, dass wir das Kind mit Sack und Pack auf die Straße setzen, oder? Wenn du natürlich anordnest, dass das Kind heute Nacht im Hause bleibt, gut, es ist dein Haus. Hast du Feuer? Ja. Danke. Ich wünsche aber keinesfalls, dass es morgen früh mit meinen Kindern zusammenkommt. Aber was sind denn das für Ansichten? Das sind meine Ansichten. Da ist doch ein so liebes Kind. Ein so liebes Kind kann irgendeine ansteckende Krankheit einschleppen. Ja, das ist bei so einem Kind leicht möglich. Glauben Sie? Ich werde es mir mal ansehen. Das ist sehr nett von Ihnen. Aber auch wenn das Kind gesund ist, ich wünsche nicht, dass es mit unseren Kindern zusammenkommt. Erlauben Sie mal, nur weil es nicht die Hautfarbe Ihrer Kinder hat? Ja, das verstehen Sie wohl nicht. Nein. Dann tun Sie mir aber leid. Bitte sei ruhig. Also Moment mal, ja? Ich finde, dieser junge Mann mischt sich etwas frühzeitig in unsere Angelegenheit. Dieser junge Mann hat ganz recht. Jawohl, Hertha. Ach. Ich kann mit euch über dieses Problem nicht sprechen. Dieses Negerkind. Ist auch nur ein Mensch. Richtig. Trotzdem gibt es da Unterschiede. Also ich sehe keine Unterschiede. Wahrscheinlich, weil ich kein Spießbürger bin. Du Kinder, du mach doch keine großen Sachen daraus. Ich sehe auch kein Problem. Ein Kind mehr in der Familie ist nur ein Problem, wenn nicht zu essen da ist. Da sehe ich gar kein Problem. Ich meine das Rassenproblem. Natürlich gibt es das noch. Aber ich glaube, wir haben gelernt, es mit anderen Augen anzusehen. Einen Augenblick, Papa. Lieber Schwiegerpapa, du weißt, dass unsere Ansichten in verschiedenen Punkten auseinandergehen. Das weiß ich und das nehme ich dir auch gar nicht übel. Aber du musst dir abgewöhnen, mit Vorurteilen an alle Menschen und Dinge heranzugehen. Du hast deine Meinung, Theodor, und wir haben unsere, wie jeder seine hat. Aber du musst doch zugeben, so ein Kind kann nichts dafür. So ein Kind ist unschuldig. Wenn ich vielleicht mal was sagen darf, es ist aber meine Lieben, morgen ist das Streitobjekt ja sowieso aus dem Hause. Nein, morgen ist Sonntag. Was denn übermorgen, ne? Ich weiß genau, was Herr Dr. Jenrich meint. Es ist ein Kind der Schande. Anna, bitte halt doch den Mund, ja? Bitte. Du hast von Vorurteilen gesprochen. Ich finde, das sind Gefühlssachen. Gefühlssachen? Hier kommt ein kleines schwarzes Kind zu uns, hilflos. Wer weiß, was man mit dem Kind gemacht hat. Und dein erstes Gefühl ist Rassenunterschiede. Na, hör mal. Herr Doktor, ich habe Sie heute erst kennengelernt, aber wenn ich Bitte Sie... Bitte sei ruhig, Robert. Kann ich nicht. Wenn ich hier nicht reden darf, dann gehe ich lieber. Na, dein Freund scheint nicht sehr gut erzogen zu sein. Verzeihung, sie ist mir aus der Hand gerutscht. Bitte bleib hier, Hertha. Lauf ihm nicht nach. Aber nach oben gehen darf ich doch. Entschuldigt mich. Das kleine Mädchen ist blitzsauber gehalten und kerngesund. Aber eure Susi ist noch nicht ganz aus dem Keuchhusten raus. Aber die kleine Toxi ist ja so stabil. Was hast du denn?